Ich war erst 3 Jahre in Deutschland, also ich habe sehr schlechtes Deutsch gesprochen. Mein Klamottenstyle, wie man gleich auf den Fotos auch sieht, war auch eine reine Katastrophe, also richtiger Ostblock-Flüchtling. Aber schon damals haben wir krasse Videos gedreht. Hallo liebe Filmemacher und Rap-Fans, es ist wieder ein Samstag und das heißt, es ist wieder die Zeit für einen Insider-Talk. Und heute, nach gefühlt 20 Folgen von San Diego, wollte ich euch eins meiner ersten Musikvideos zeigen. Eine Street-Cinema-Produktion aus dem Jahr 2007. Schreibt mal gerne in die Kommentare, wie alt war der 2007? Das ist krass, das ist schon 15 Jahre her, ist das Video. Warum ist das Video mir so wichtig oder warum wollte ich euch das unbedingt zeigen, obwohl man von dem Künstler eigentlich gar nicht mehr hört oder absolut nichts mehr, ist es, weil das das erste Video war, das wir mit einem 35 mm Adapter gedreht haben. Das war der Adapter von P&S. Es war so ein Riesenteil, was man auf die Kamera draufgeschraubt hat. Das hat einem flachen Bild von einer Mini-DV-Kamera eine Optik von einer Kinokamera, eine 35 mm Optik gegeben. Und ich war extrem stolz, dass ich das endlich ausprobieren kann. Plus, ich habe das Lied extrem gefeiert zu dieser Zeit. Feiere ich immer noch. Und sehr schade, dass so ein krasser Künstler wie SDD irgendwo verschwunden ist. Also, heute ist der Insider-Talk über den Dreh von SDD Palim Palim. Hi Kiddies, Palim Palim, stellt euch hin, ihr könnt es mit mir singen. Viele dachten, dass sie witzig sind, doch ich mach alle Baller. Kurze Fakten zu dem Video. Das Video Palim Palim von SDD wurde 2007 in Köln gedreht. Die Produktionsfirma war Street Cinema. Ich habe Regie, Schnitt und das Grading übernommen. Die Produktionskamera war Panasonic HVX 200 mit einem P&S 35 mm Adapter und das Budget war dreistellig. Hi Kiddies, Palim Palim. Also ich muss euch was nochmal verdeutlichen. Es war 2007. Ich war erst 3 Jahre in Deutschland, also ich habe sehr schlechtes Deutsch gesprochen. Mein Klamottenstyle, wie man gleich auf den Fotos auch sieht, war auch eine reine Katastrophe, also richtiger Ostblock-Flüchtling. Aber schon damals haben wir krasse Videos gedreht. Also direkt bei dem ersten Bild sieht man, wie krass die Tiefenunschärfe von der Kamera war, also beziehungsweise von dieser Kombination. Und wir haben natürlich bei dem Musikvideo versucht, diese Tiefenunschärfe richtig zu zeigen, richtig einen Akzent darauf zu setzen, weil es zu dieser Zeit was extrem Besonderes war. Das war noch die Zeit vor den ganzen DSLRs. Man sieht, wie der Kollege einfach eine Pille nimmt. Und jetzt sind wir in einem Zimmer, in einem Kinderzimmer, was wir damals in meinem Ausbildungsbetrieb K&S Studios, schöne Grüße an K&S Studios, in Essen gebaut haben. Also wir haben zwei Wände so aneinander gestellt und da an die Wände halt Kindermalzettel draufgeklebt. Ja, und diese bunte Farben wirklich natürlich so ein bisschen LSD-mäßig auf die Zuschauer. Das Ganze ist halt in Köln und Essen gedreht. Ich habe gesagt in Köln. Essen war K&S Studios, also Studioaufnahmen stammen aus Essen, aber die ganzen halt Außenszenen haben wir in der Hood in Gremberg gedreht, natürlich ohne Genehmigung. Als Kameramann war übrigens der Mitarbeiter von K&S Studios damals, Philipp Peissen. Schöne Grüße an Philipp. War auch eine unvergessliche Zeit. Ist halt krass, weil man zum ersten Mal so größere Drehs damals gemacht hat. Und für mich war das sowieso extrem wichtig, weil ich erst seit 3 Jahren überhaupt in Deutschland war. Und wie man sieht, wir haben damals versucht, wirklich gestalterisch auch zu punkten. Das sind übrigens die Büroräumlichkeiten von K&S Studios. Hier Schärfeverlagerung, wie gesagt, also wir haben wirklich sehr stark versucht, mit diesen Tiefenunschärfen, diesen unglaublichen Tiefenunschärfe zu arbeiten. Apropos, was ich sagen wollte, manchmal, ich habe das immer noch nicht verstanden, warum, wirbt die Mattscheibe von diesem 35 mm Adapter ein fetten Muster. Also ich glaube,
Wenn sie langsamer sich rotiert, dann sieht man halt diesen Muster noch stärker. Also diese 35 mm Adapter waren wirklich dafür da, um aus einer DV-Kamera halt eine Kinokamera zu machen. Mit relativ billigen Mitteln. Hier haben wir ohne Genehmigung einfach auf dem Kinderspielplatz Schienen gelegt. Also da war gar keine Zeit von Gimbals oder irgendwas. Das waren einfach so Filmschienen, wo wir einen Dolly draufgepackt haben und einfach so gefahren sind. Das ist einfach heftig, was man damals gemacht hat. Heutzutage würde keiner sich trauen, weil sofort kommt ein Ordnungsamt, sofort kommt eine Polizei. Was macht ihr hier? Wo ist die Genehmigung? Blablabla. Aber damals war das irgendwie alles einfach. Die Pillen, die ich nehme, sind wie kleine Monster. Meine Pupillen werden groß, wenn ich zwei genommen habe. Ich fange an zu schwitzen. Die Szene ist übrigens einfach wirklich aus dem Nix entstanden. Dem war wirklich sehr, sehr warm in diesem Affenkostüm. Deswegen hat er die Maske ausgezogen. Ich habe das einfach aufgenommen. Beziehungsweise Philipp hat das aufgenommen und ich habe das einfach reingeschnitten, weil es passend war. Und alles brennt in mir, mein Herz schlägt für die Natur. Der Junge war wirklich so Eminem-like von den Bewegungen, von Rap-Style, vom Aussehen, von seinen Performances. Deswegen habe ich den übertrieben gefeiert, weil ich selber riesiger Eminem-Fan war. Mensch und Tier. Und wir haben versucht, wirklich diesen Eminem-Style auf damalige, günstige Art auch zu reproduzieren. Hier sieht man übrigens diesen Muster von 35mm Adapter extrem. Hier. Das riecht nach Kacke, ja, du hast gefurzt. Also, die Texte habe ich damals nicht so gut verstanden, aber sein Style hat mir übertrieben gefallen. Komm, wir machen mit dem Rad eine Tour, denn Sarah ist in Love mit Mark da. Man sieht, dass wir wirklich null Ahnung vom Licht hatten, ne? Wir haben von meinem damaligen Chef Stefan diese Räumlichkeiten zur Verfügung bekommen, aber so richtig, sage ich mal, ausgeleuchtet haben wir gar nicht. Hier, das war, glaube ich, die einzige Lampe, das einzige Licht, was wir überhaupt verwendet haben in dem Video. Außer natürlich vielleicht Studio-Szenen, aber ich glaube auch Studio haben wir einfach Arbeitslicht dann gemacht, weil wir wenig Ahnung, aber auch kein Budget dafür hatten. Der ist Echo Freezy am Start, das war natürlich sein Projekt, sein Label German Dream und SDD war ein Teil davon. Und wie ihr merkt, gar keine Handaufnahmen. Wir haben richtig panische Angst damals, aus der Hand zu filmen. Wahrscheinlich war das durch MTV geprägt, weil die alten Musikvideos waren nur Stativ und Schiene. Heutzutage ist es modern zu wackeln. Damals war ganz andere Zeiten. Wenn du sie unterwirkst, tanzt du aus der Reihe wie ein paar aufgegeilte Kannibalen. Hier haben wir ganz normale Passanten einfach wie bei Jackass verarscht und das gefilmt. Das ist auch krass. Girl, wie sie heulen. Ich verteile Ohrfeigen an alle diese Leute. Ihr seid alle Zeug. Hier kommt der Polizist ins Spiel. Das war auch geplante Szene. Aber wir haben noch keine Ahnung gehabt, wo man so Polizeiklamotten nehmen kann. Deswegen haben wir so mit normalen Klamotten sozusagen imitiert. Das ist euer Ende, Mann. Ich komme wie der Sensemann. Ich bin die Legende, Mann. Hebt eure Hände, Mann. Das ist übrigens der Asi Didi. Also das ist nicht, das ist S Didi und das ist Asi Didi. Wir haben versucht, ein lustiges Video zu machen. Mit viel Humor und ja, für damalige Zeit war das auf jeden Fall was Krasses. Mach alle Baller, Baller, ja, ich bin der King. Fick dich, ich bin high, das war ein Bombenpill. Ich glaube, ich brauche jetzt mindestens zwei Sonnenbrillen. Zwei Sonnenbrillen, also wie bei Eminem, alles, was er rappt, wird gezeigt. Unfassbar, wie kann man nur so am Senden sein? Wenn ich zu Hause bin, höre ich noch eine MP3, mein Kopf fliegt weg. Also man merkt, seine Mimiken sind wirklich sehr, sehr Eminem-lastig. Auch vom Gesicht ist er sehr, sehr Eminem-ähnlich. Also so wirklich, wirklich krasse Züge von Eminem hat er. Ich schieß bald euch, macht hin, ballert das abgefuckte Fiat, Palim. Und jetzt kommt dieses C-Part, wo er extrem krass float und genau so schnell habe ich auch geschnitten. Nochmal, Achtung. Abgefuckte Fiat, Palim. Viele Bundesmart ist 170 Stunden Party, Techno raus und dumme Barbies, keiner weiß, was heute ein Tag ist, jeder mag es. So richtig Schnittfrequenz, 50 Bilder pro Sekunde. Doch ich mach alle Baller, Baller, ja, ich bin der King. Hi, Kiddies, Palim, Palim. Wieder Eminem Move, so Drogen sind schlecht. Und wieder versuchen wir, die Tiefen und Schärfe von diesem 35mm Adapter im Vordergrund zu stellen. Und ja, wir setzen die Schärfe nach vorne zu seinem Finger, während er einfach im Hintergrund unscharf ist. Ich bin Kiddies, Palim, Palim, stellt euch hin, ihr könnt es mit mir singen. Also ich finde sowas lustig. Ich finde, ich weiß nicht, vielleicht bin ich wirklich so eine alte Schule. Man muss nicht immer so ernste Lieder machen und ey, ich bin krass. Sowas finde ich auch zwischendurch geil. Viele dachten, dass sie witzig sind, doch ich mach alle Baller, Baller, ja, ich bin der King. Hi,
Kiddies, Palim, Palim. So, meine Freunde, das war eins der ersten Videos, die ich in Deutschland produziert habe. Zusammen natürlich mit den ganzen Jungs von Street Cinema. An dieser Stelle Dankeschön auf krasse Vergangenheit. Schreibt gerne in die Kommentare, was haltet ihr von diesem Video? Wie findet ihr unser Skills damals, 2007, schon sehr, sehr lange her? Für mich ist wie gestern krasse Nostalgiegefühle. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Like dieses Video, kommentiert das gerne, teilt es, abonniert diesen Kanal, aktiviert die Glocke und wir sehen uns nächsten Samstag. Bleibt gesund, bis bald. Ciao.